Premiere in der 73-jährigen Geschichte der Österreich-Rundfahrt. Erstmals wird nicht nur eine Etappe in Bad Datzmannsdorf gestartet, sie endet nach einem Rundkurs auch im bedeutendsten Tourismus- und Kurort des Burgenlands. Das World Tour Team Jacolulo gehört zu den großen Gewinnern des Tages. Der Etappensieg geht an den Italiener Davide Repretto. Die Gesamtführung an seinen Teamkollegen Max Waldscheid aus Deutschland. It's my first pro win. I'm really happy. The team were really strong today. Der Sieger übernimmt damit auch das grüne Trikot für den besten Jungprofi. Erneut souverän und die größte Antwort aus österreichischer Sicht im Kampf um den Gesamtsieg bei der Tour of Austria ist Felix Großschartner. Im Moment auf Rang 7 im Gesamtranking fehlen dem Österreicher vom Team UAE Emirates lediglich 3 Sekunden auf das rote Trikot. Alles ist eigentlich ziemlich noch plan gelaufen für uns. Leider ist nicht ganz mehr in Etappensieg gereicht für eine Ruhe. Er ist, glaube ich, kurz vor dem Ziel abgefangen worden, aber ja, ich bin gut durchgekommen. Unsere anderen Anwärter fürs Gesamt, das muss auch gut durchkommen. Und Timo hat echt einen guten Job gemacht, dass wir am Ende da vor irgendwelchen Stürzen so aussehen. Ebenfalls stark in Szene setzen kann sich Tim Waffler vom Team Tirol KTM Cycling Team, der sich allein lange in der Spitzengruppe halten kann und sich auch in den Sprints sehr aktiv zeigt. Er streicht die maximale Punkteanzahl der ersten Sprintwertung des Tages ein und gibt eine starke Visitenkarte in Richtung Olympische Spiele ab. Morgen geht's für die Tour of Austria weiter nach Nieder- und Oberösterreich. Von Maria Taferl führt die Strecke bis nach Steyr. Der Porsche Berg ist ein bisschen schwieriger, kommen uns vielleicht ein bisschen mehr entgegen, aber ich glaube, dass der morgen auch Sprint von einer kleineren Gruppe sein wird, so 50 Fahrer, und ja, wird ähnlich sein wie heute.